Jo, Hallöchen, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu 7 Days. Jetzt hör auf, da unten zu reparieren, Run. Sondern nur einfach hier das Leder, wollte ich gerade sagen, das. Angeschlagen? Oh, guck mal. Ja, gut, die haben relativ hoch gespuckt, ne? Aber hier sollte nichts sein. Okay. Ja, da vorne müsste ich Löcher stopfen. Kann ich mir irgendwie so einen Block machen? Nee, kann ich nicht, ne? Nicht aus Konkret. Nicht aus Konkret. Das heißt, ich brauche tatsächlich die Erde. Na gut, macht nichts. Geht ja. So, das kommt wieder hier. Ah. Ich weiß, was ich vergessen habe zu reparieren. Ihr auch? Aber dazu brauche ich kein Stacheldraht mehr, den kann ich wieder hier beipacken. Das machen wir auch noch eben. Das ist mir persönlich auch wichtig, dass das repariert wird. Ja, seht ihr? Ich brauche beides. Da ist nichts. Da ist was gewesen, aber wahrscheinlich war es ein Block. Oh, der ist auch gut angeschlagen gewesen. Oh, der ist. Oh ja, der war. Nein. Ich sag gerade noch nein. Und in dem Moment, wo ich nein schreie, quasi, ab in den Stacheldraht. Yay. Naja, egal. Ich überlege, ob da hinten so ein bisschen die Straße doch noch mal auf Vordermann bringe. Ich weiß, eigentlich brauche ich das nicht. Ist besser, wenn ich die Straße komplett pflastere, aber ich habe jetzt gerade nichts anderes da. Also, komm. Nee, das behalten wir. Das machen wir weg. Nee, da. Grassy Ground. Vielleicht soll ich mir zum Reparieren mal einen Forged mitnehmen. Ich denke mal, dass ich das gleich benötigen werde. So, hier fehlt ja noch einer, habe ich gesehen. Beim letzten Mal schon. Und da vorne haben wir jetzt jede Menge Zeug rausgekloppt. Komm hier. Nee, warte mal. Dann mache ich das anders. Besser. Diese Bodenwellen. Hier können wir eigentlich überall einen hinstellen. Eigentlich dürfte sich da überall der Boden verformen. Wow. Das war, glaube ich, die Spuckermasse, die hier explodiert ist, ne? Wenn ich mich da nicht irre. Ist ja richtig die Masse hier in die Luft gejagt worden, ne? Von mir. Aber das ist geschafft. Hier haben wir noch ein bisschen Dreck. Gibt immerhin ein bisschen Stein. Und ein bisschen Sand. Hier habe ich noch Bodenwellen gerade erwischt. Beim Laufen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie. Die war doch so eine harte Bodenwelle drin gerade. Hier war die, glaube ich, ne? Nicht? Naja, gut. Irre ich mich. Dann war sie nicht da. 2, 3, 4, 5. Ne, das hätte ich auf jeden Fall. So nicht gezählt. Okay. Jo, läuft. Lücken gepflegt. Jetzt wird hier natürlich noch wieder Gras wachsen über die Sache irgendwann. Aber mir wurscht. Hier, guck mal. Kriege ich nicht, ne? Komm, da ziehen wir die Straße hoch, ne? Sind wir uns einig. Ziehen wir die Straße ran hoch. Dann geht das schon.
Wo waren denn jetzt hier die 1500, die ich ja... 1000... Weiß ich es gar nicht. Ist egal. Hier, hier, 900. Was ist denn jetzt hier? Bist du doof oder tue ich jetzt nur so? Ich tue wahrscheinlich nur so. Ja, okay. Dann... Oh, da ist ja auch einer. Aha. Kannst behalten, mein Freund. Voll noch keine haben hier den Scheiß. So, da ist noch. Ja, das. Wieso ist der nur 96 Sprit? Achso, ich bin ja gefahren damit. Okay, mal eben eine Hupe getestet. Funktioniert noch. Mir ist kalt. Ja, aber dass mir kalt ist, ist jetzt eigentlich gar nicht gut, weil ich habe ja. Eigentlich doof, da ich ja noch voll bin vom Stu und den Effekt eigentlich noch möglichst lange halten möchte. nee, die Feueraxt, die konnte man hier reinpacken. War schon richtig so, dann hau ich die nämlich unten in den Ofen rein. Ich glaube, ich müsste auch mal wieder den Sprit auffüllen hier unten. Sicherheitshalber einfach nur. Hier? Ja, da habe ich so ein Zeug drin. Da können wir es mal zulegen. So, dann haue ich die hier mit in den Ofen rein quasi das nächste Mal. Das hier ist fertig. Dann machen wir daraus jetzt direkt mal neue Schuss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, doch, passt. Ne, 750 müssten da reichen, ne? Ne, 1500 brauche ich. So, jetzt haben wir. Passt. Alles weg. Oh, da kommt gar nichts mehr raus. Ja, ist erst doof gelaufen, ne? So, jetzt haben wir genügend Platz dafür. Schmeißen wir den auch dahin. Gut, so. Ein bisschen Gunpowder können wir wieder hier reinschmeißen. Das ist eigentlich das, was ich gerade ausgebe für das, ich hatte mal einen Satz beendet, Leute. Anscheinend nicht. Für das... Für die Shotgun-Shells. So. Man muss nur drüber nachdenken. Dann geht's auch. Und das hat genau gepasst. Echt jetzt? Das hat genau gepasst? Ganz so. Das ist gut. Gut. Okay, so, das haben wir. Das haben wir auch. Es ist 10.38 Uhr. Da kann man durchaus nochmal einen Ausflug machen, ne? Was meint ihr? So, zwei Hunting Rifles, einmal das. Einmal große Shotgun, die werde ich verkaufen können. Das, die drei SMGs nehme ich mit. 1, 2, 3 Pistolen. 1, 2, 3 davon. 1, 2, 3 Stiefel. Cowboyhut, Jacke, Schuhe. Wir kommen mal runter. Habe ich gerade beschlossen. Ich will mal wieder die Leiter steigen. Aber so lange nicht mehr gemacht. Das dauert aber länger. Das kommt mir zumindest länger vor. Okay, wenn ich nicht festbacken. Wenn ich festbacke, ist es, glaube ich, hier schneller. Ach, Drunken Disorderly Challenge wollte ich machen. Ha. Seht ihr? Mhm.
Die 60.000 Tokens, die wir da haben, die dürften reichen. So, ich nehme jetzt nochmal diese Boots mit, weil das andere sind. Und dann hier die Nuggets. Das Papier, also das Old Cash, lasse ich hier. Das verkaufen wir dann als 500er Stack das nächste Mal. Ich würde einfach nur, um sicher zu gehen, nochmal 20.000 Tokens mitnehmen. Dann haben wir 80.000 dabei, plus das, was wir tickern können. Und ich will jetzt die Drunk and Disorderly Challenge machen. Das heißt, ich brauche 2 Alkohol, die ich mir in den Schädel pfeife. Und dann bin ich besoffen. Kannst ausmachen. Danke. Nein, 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 nein. Hm. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo das Ding aufgemacht, ne? Kann das sein? Wir werden es gleich rausfinden. Wenn wir nicht bis nach oben kommen, weiß ich, worum es liegt. Scheiße. Muss ich doch jetzt einzeln machen, ne? Ich muss einmal hochhüpfen und dann das Ding zumachen. Nee, muss ich nicht. Was wollte ich mitnehmen? Die Challenge. Haha. Klar, ich wollte die Challenge mitnehmen. Weil ohne Challenge... Und hier eine Stack-Party nehme ich mir auch noch mit. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass wir gleich noch einen Hirsch erlegen werden, wenn wir zu den Händlern fahren. Aber darf ich überhaupt fahren gleich? Ich meine, ich bin ja dann besoffen. Wenn ich die Challenge Drunk and Disorderly hinter mir habe. Dann darf ich doch eigentlich gar nicht fahren. Heißt die eigentlich Drunk and Disorderly? Ja, Drunk and Disorderly. Hätte sein können, dass ich mich irgendwie wieder verlesen habe oder so. Passiert mir ja nicht zum ersten Mal mit dem Verlesen und so. So. Guten Tag. Da vorne ist einer. Ah. Okay, ich habe 2 Stück gefunden. Ich kann mich erst besaufen, ne? Und dann... die Quest lesen. Komm her, Pfiffi. Moin. Oh, ist schön. Man kann aber draufziehen. Ja, ja, klar. Wieso stun ich den denn nicht? Als ob er es geahnt hätte, ne? Komm, ich mach jetzt mal hier. Oh, da unten. Die Blutung musste weg, wisst ihr? Klar, ich kann die auch vorbearbeiten. Geht auch. Aber ich finde das so schön. Ha, da habe ich ihn. Das war die Drunk Disorderly Challenge. Eine Minute, 8 Sekunden. Wisst ihr was? Das hat mir gut gefallen, dann mach ich nochmal. Dicken, komm her. Ah, natürlich. Natürlich infiziert. Okay, die Drunk and Disorderly Challenge ist echt nix, wenn man mehrere Zombies am Hintern hat.
Wo ist er hingerannt? Macht er noch Terror? Ja. Gleich macht er gar keinen Terror mehr. So, jetzt Ruhe. Besoffen. Infiziert. Wie sieht denn das aus, Leute? Wie sieht denn das aus? Naja, okay, wenigstens die Challenge haben wir erledigt. Nächsten Händler. Hier unten so. Wut. Da. Abflug. War ich das? Scheint so. Ah, hier muss ich aufpassen. Hier kommt gleich meine Minenfeld. Nicht vergessen. Mein Loch, was ich gebuddelt habe damals. Ach so. Ich habe jetzt gedacht, ein Warzenschwein oder sowas. Nur eingeführt, weißt du? Aber kann ja nicht sein. Hat sich so angehört, der Dicke da. Tja, Kohle könnte man auch wieder. Ja gut, ich meine, wir haben jetzt noch mehr als genug Kohle und wir werden es auch nicht, habe ich schon mal gesagt, wir werden es auch nicht mehr ausgeben können, das ganze Zeug, was wir haben. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen verschwenderischer sein. Aber Kohle, offiziell würde ich die Kohle, die in der Gelegenheit, eigentlich mitnehmen, weil Kohle haben wir weniger als Nitrat. Und das bedeutet, man kann auf jeden Fall dann da nochmal ein bisschen einen Ausgleich schaffen. Aber jetzt machen wir es natürlich nicht, logischerweise. Brauchen wir es nicht. Da auch wieder Kohle, ne? Weil wir haben en masse Kohle noch und das reicht. Das ist ein Auto. Bin ich hier noch nie lang gefahren? Kann das sein? Muss aber eigentlich. Eigentlich bin ich doch schon mal den direkten Weg hierhin gefahren. Ich habe gesehen, dass hinter dem Baum auf einmal ein Stein kam und wollte ihn noch ausweichen, aber dann war es zu spät. Wutz, den habe ich jetzt allerdings nicht gesehen, den Stein. Okay, ich habe jetzt auch nicht auf den Vordergrund geachtet, sondern mehr auf den Hintergrund. Da bleibe ich jetzt hier überall hängen, oder was ist hier los? Das, die Sniper, das. Ach so, geht der nicht mehr. Kein Platz mehr. Ja, die Coins werden wir eh kriegen, aber ich will ja eigentlich so viel wie möglich noch vertickern. Wir kommen nochmal raus. Gehe ich schwer von aus. Guck mal, ich habe hier eine Halbandage, mein Freund, ja? Da kannst du nicht meckern. So. Yep. So, das ist erstmal weg. Dann hauen wir mal weg. Leere Gläser hau ich jetzt auch mal eben weg. Sehr schön. Will er nicht mehr? Macht nix. 500 Cash bringen wir 2799. Mhm. Das wird es von mir auch mal erklären, ne? Wie diese Rechnung da zustande kommt. Wow. Wir hatten nichts und wir haben so viel. Sie haben so noch mehr. Wir haben so viel. Und ich habe ein paar Schuhe zu viel eingepackt. It's been a real pleasure. Oh, es schneit. Hat es vorhin schon geschneit? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Das ging jetzt nicht mehr. Das können wir versuchen. Dann nehmen wir die einfach alle mit. Vielleicht geht das hier. Dann haben wir das noch zum Vertickern. Ja, genügend Geld habe ich jetzt am Mann. Jo. Ich würde sagen, passt. So, kriege ich den noch los? Jo, geil. Und den auch noch? Ah, super. Und den? Auch. Und das? Auch. Wow. Ah, okay. Eine Pistole zu viel. Aber 20, 40, 60, was steht auch da? 100, 103.000. Leute, ich habe keine Tokens am Mann gehabt, außer zwei Stück.
103.000. Boah, das finde ich mal einen schönen Einkauf. Klar, gibt, kann man toppen. Ja. Aber an sich will ich da nicht meckern. Kriege ich auch einen Schluck auf. Schlimm heute. Den Frame. Nur den Frame von der Magnum, bitte. Alles andere ist mir wurscht. Wann hat er eigentlich Restock? 66. Ja, dann musst du ja heute Restock gehabt haben, ne? 3 Tage. Ja, müsst ihr heute Restock gehabt haben. Er hat nichts. Nee. Der Händler hier hat nichts im Angebot. Och, was bist du denn niedlich? Ja, tut weh, ne? So ein Pfeil im Gesicht. Naja, das war ein Konter neben. Zack. Ich komm dran. Ah, sehr schade. Ja, es ist ein einfacher Weg, indem man Zombies anlockt, hier rein rennt, Tür zu macht, dahinter steht, kann einem nichts passieren. So, nächster Händler war da, da flitzen wir auch mal eben schnell hin. Ist gut, ich habe schon in die richtigen Richtung geparkt, ich habe mir das auch direkt so gedacht. Da kriegen wir dann die beiden anderen Geräte, Teile, Dinger verkauft. Also wir haben echt gut Zeug losgekriegt, aber 103.000 Leute, wow. Da können wir jetzt wieder richtig dicke einkaufen. Gut, und während ich mich auf den Weg zum anderen Händler mache und begebe, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag und dann geht's mal da zu dem Händler dort einkaufen. Also, bis moin und es ruckelt gerade bei mir. So, tschüssi.